hat sich noch getan in Schleswig-Holstein? Michael, guck noch mal auf die Nachrichtenlage. Heute sind in Bad Segeberg erneut Demonstranten des ehemaligen Jugendrest-Hotel am Kalkberg auf die Straße gegangen. Sie fordern mehr Platz für Jugendliche in der Stadt. Hintergrund für den Protest ist der Abriss des Hotels am Kalkberg vor einem Monat. Die Polizei in Bad Segeberg rechnete mit Krawallen, da es schon zuvor bei einem anderen Protest zu Ausschreitungen gekommen war. Sie kam deshalb mit einem Großaufgebot. 300 Polizisten für rund 200 Demonstranten. Doch es blieb friedlich. Wir fordern ein selbstverwaltetes Jugendzentrum hier in Bad Segeberg, damit die jungen Erwachsenen nicht immer an andere Orte fahren müssen. Seit 3 Jahren streiten Stadt und Trägerverein des ehemaligen Jugendzentrums immer wieder für bessere Jugendangebote.